Verdammt auch, dachte ich plötzlich. Wenn sie mich erpressen will, dann soll sie es wenigstens deutlich machen. Ich wollte ihre Worte haben, um sie dafür zur Verantwortung ziehen zu können. Was ist los, Mama? Sagte ich. Ich sagte es einfach. Ich zitterte entlang der Wirbelsäule, weil ich fror. Ich hatte nie zuvor etwas gesagt, nicht so gerade heraus, wenn sie derart außer sich war. Ich hatte in diesen Situationen immer versucht, ihr zu helfen, sie auf die eine oder andere Art zu beschützen, auf unmerkliche Weise Partei für sie zu ergreifen. Sie zu konfrontieren bedeutete, das ganze System zu kippen, es ins Spiel zu bringen, ohne zu wissen, wohin das führen konnte. Sie sagte nichts. Mama, sagte ich, wir kommen doch am Montag. Es ist nicht einmal eine Woche bis dahin. Worüber bist du so wütend? Sie öffnete den Mund. Ich bin nicht wütend, antwortete sie langsam, als würde sie ihre Worte während des Sprechens auf ihren Wahrheitsgehalt prüfen. Mama, sagte ich, du bist ja völlig rasend. Alle schweigen. Niemand rührte sich, alle hörten zu. Einen Weihnachtstag, sagte sie mit Betonung auf jeder Silbe. Ihr hättet an einem Weihnachtstag kommen können. Sie sah mich mit ihren großen dunklen Augen an. Ist das so viel verlangt? Sagte sie leise. Und Ellen, ihre Stimme war matt. Nein, es war nicht so viel verlangt, dachte ich. Ich wusste, was sie meinte, als sie Ellen erwähnte. Sollte sie nicht ihr Enkelkind zu Weihnachten sehen dürfen, das einzige Enkelkind, das sie hatte? Weshalb also nicht nachgeben und hinfahren, ihr den ersten oder zweiten Weihnachtstag schenken? War es für mich selber so wichtig, in Anbetracht dessen, wie viel es für sie bedeutete? War es das? War es wirklich so wichtig für mich? Ja, das war es. Als mir zum ersten Mal der Gedanke gekommen war, dass es möglich sei, Weihnachten für uns allein zu haben und diese schweren, wunden Tage umzugehen, Weihnachten auf unsere Weise zu feiern. Als mir klar wurde, dass dies tatsächlich möglich war, dass ich eine Wahl hatte, eine Wahl, die alles bedeutete, alles, nicht nur Weihnachten, sondern dass ich tatsächlich Nein zu etwas sagen konnte, das ich nicht wollte, dass ich überhaupt fühlen konnte, dass da etwas war, was ich nicht wollte. Als mir all das klar geworden war, hatte ich eine unglaubliche Erleichterung empfunden. Ich hatte mich so mächtig gefühlt, als stünde ich ein Knie auf den Sitz gestützt auf einem Schneescooter und führe ins Gebirge hinein. Es war plötzlich ein ganz anderes Gefühl von Weihnachten gewesen. Drei weiße, freie Tage, die völlig offen dalagen. Es war ein Gefühl gewesen, ja, eine Art ersten Gefühls dessen gewesen, wirklich wählen zu können. Tatsächlich auch in Bezug auf Mama und Papa eine Wahl zu haben.